So, hi Leute. Nächster Teil von unserer kleinen Serie über Login in Lua und SHA und dem ganzen Kram. Wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Wir schreiben ein kleines Programm, das nenne ich jetzt einfach mal Login.lua. Und da legen wir einfach mal von null auf mit los. Was wollen wir mit diesem Programm? Wir wollen uns einloggen, so wie man sich normalerweise auf einem Server einloggt, und wir wollen mal gucken, wie das geht. So, ich mache dafür erstmal irgendwie den typischen User bin env Lua just in time. Das ist irgendwie diese Zeile, die dann irgendwie, wenn man sie so schreibt und irgendwas da drin schreibt, ein Programm. Dann kann man irgendwie hier rausgehen, kann man hier sagen, Login. Hier ist momentan ist es noch nicht gesetzt, die Execute Flags. Deswegen setze ich mal hier wieder kurz die Execute Flags. Also, wenn ich das jetzt ausführen wollte, würde er sagen, das kann nicht ausgeführt werden. Ich könnte es jetzt allerdings mit Lua Just in Time ausführen. Ja, aber ich habe diese Zeile oben drauf gesetzt, damit ich chmod plus x Login Lua machen kann. Jetzt kann ich das nochmal anzeigen. Jetzt seht ihr, dass die Execute Flags, also die X-Flags sind gesetzt, und jetzt kann ich zum Beispiel Login Lua machen. Das heißt, ich kann es aufrufen wie ein normales Programm. Das macht diese Zeile, die ich da vorne reingesetzt habe. Das nur so, nicht, dass irgendjemand weiß, nicht weiß, was los ist. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir machen können. So, das erste, was wir machen, ist, wir wollen zwei Variablen haben. Und das erste, was wir haben, ist local. Wir wollen eine Variable haben, wo wir einen Usernamen drin haben können. Okay? So, wie machen wir das? Wir holen uns User ist gleich io.read. Das ist aus der io-Funktion, könnt ihr sehen. Und da können wir dann sagen, wir holen uns den Usernamen rein. Dann sagen wir print dein Username ist User. So, das müsste eigentlich schon funktionieren. Mal gucken, ob das funktioniert. So, Login. Dann gebe ich jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, dein Username ist Hanno, sagt er. Oh, alles wunderbar. Funktioniert also wunderbar, das heißt, es kann eingelesen werden. Es wäre jetzt schön, wenn wir da über eine Abfrage hätten, so von wegen Username. Das machen wir jetzt mal. Wenn wir jetzt einfach Print machen, dann würde er. Wir machen nicht mit Print, sondern wir arbeiten mit IOWrite dabei, damit wir das schreiben können und direkt dahinter eingeben, ohne dass eine neue Zeile gedruckt wird. Username, Doppelpunkt, Leerzeichen. Und damit würde man das jetzt schon. Damit müssen wir das eigentlich schon haben. Username. Dein Username ist Hanno. Funktioniert. Das heißt, da haben wir schon mal unsere eigentliche Eingabe. So, das Dumme ist, wenn wir jetzt dasselbe mit dem Passwort machen wollten, dann würden wir ja ein Problem haben, weil wir das Echo, das wollen wir nicht haben. Dafür gibt es einen kleinen Trick. Und zwar ist das ein Teil von der Systemprogrammierung, die man in Lua machen kann. Das heißt, ich rufe jetzt einen System Befehl auf. Dafür sage ich erstmal FFI. Das ist sozusagen der Weg von Lua, um Systemprogramme also zu benutzen. Und das ist irgendwie fast, ich weiß nicht, wofür FFI steht jetzt, habe ich es momentan nicht im Kopf. So, und das läuft so, dass man einen typischen C-Befehl holt. Und da gibt es einen, der heißt getPass. Und das kann man irgendwie abgucken aus den Anleitungen. Das zeige ich gleich mal. Aber ich zeige erstmal, wie das funktioniert. Also Manuals kann man sich das irgendwie rausholen, dass diese Routine funktioniert. So, das ist jetzt sozusagen meine Routine. Und damit könnte ich jetzt den Kram holen. Jetzt sage ich noch, mache ich noch eine kleine Abkürzung. Na, die Abkürzung kann ich gleich lassen. So, und jetzt können wir sagen, okay, dieses Ding, wo habe ich das her? Naja, ich gehe einfach hier rein, sage Manual get pass.
Und da sieht man, dass es in den C-Libraries eine Funktion gibt, die genauso heißt. Genau das, was hier steht und genau die Erklärung, die ist hier. Das ist eine Systemfunktion aus der C, also praktisch aus dem, was Linux an Funktionen gibt. Das heißt, es ist eigentlich kein Teil von Linux, von Lua, sondern es wird praktisch direkt aus dem C aus aufgerufen. So, wie funktioniert das? Wir sagen, wir haben jetzt eine weitere Variable, nämlich Pass. Und wir wollen unser Passwort abfragen und das wäre dann, dass wir jetzt sagen, Pass ist gleich und jetzt wird es aufgerufen mit FFIC getPass und da sagen wir Passwort. Doppelpunkt. So. Es funktioniert so leider nicht. Das hier, da fängt er an zu streiken, weil das ist ein C-String, der übergeben wird. Naja, da müsst ihr dann irgendwie in die FFI-Programmierung von Lua reingucken. Das ist ein bisschen. Ich muss den erst über FFI in einen Lua-String wandeln. Das, was hier rauskommt, weil es ein C-String ist. Und das ist ein Lua-String. Und damit funktioniert das aber jetzt schon. So, und da könnte man jetzt irgendwie schreiben: Okay, da sind wir eigentlich schon. Dein Passwort lautet. Und da kommt Pass hin. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Geht. Das heißt, es wird nicht geechoed oder sowas, sondern das hat jetzt wunderbar funktioniert. Okay, nun könnten wir natürlich sagen, also der Einfachheit halber, könnten wir jetzt sagen, okay, so am Schluss jetzt sagen, okay, irgendwie, ob man sich jetzt eingeloggt hat oder nicht. Da kann man dann sagen, okay, if Pass ist gleich tralala, then print. Passwort richtig, richtig, else print Passwort falsch. So, jetzt können wir so machen. Bloß das Dumme ist, wir können das hier direkt sehen. Ja, das funktioniert natürlich. Wenn ich das jetzt mache, dann könnte man sagen, okay, ich führe das aus. Passwort ist richtig. So, das funktioniert. Ist natürlich doof, weil hier ein Passwort ist, das klar lesbar ist. Und dafür brauchen wir jetzt die Hashes. Das heißt, das können wir so nicht machen. Und deswegen gucken wir, dass wir eine weitere Library dazu nehmen. Und das ist relativ einfach. Local char gleich require von SHA-2. So heißt diese Library. Und da gibt es einen einfachen Befehl, der jetzt dieses, wir nehmen eine weitere Variable, die wir hier haben. Hash heißt sie. Und Hash ist in diesem Fall SHA-2 Punkt SHA-256 nehmen wir mal, ein Hex und das Passwort davon. So. Und damit hätten wir jetzt den Hash von diesem Passwort. Und das könnten wir auch nochmal drucken. Dein Hash, das SHA-256 Hash. Der Hash ist Hash. So. Und jetzt können wir hier sagen, okay, ich nehme jetzt, ich habe jetzt irgendwo ich habe jetzt irgendwo ein Hash schon mal vorgespeichert und den füge ich jetzt mal hier ein. Oh, ups, nein, wieso geht das nicht? Ha. Okay, dann eben so.
Bist du nicht willig, so braucht die Gewalt. So. Da haben wir jetzt einen Hash. Und wie ihr seht, ihr könnt jetzt nicht mehr sehen, welches Passwort das eigentlich ist. So, jetzt wollen wir mal gucken. So habe ich natürlich dieses Passwort hergestellt. Also ich habe es erst einmal sozusagen verschlüsseln lassen und dieses Verschlüsselte dann hier eingegeben. Und jetzt könnt ihr mal sehen, ob das funktioniert. Ich starte einfach mal Login. Passwort ist falsch. Ja. Und jetzt kann ich sagen, jetzt wollen wir mal was Folgendes machen. Jetzt gehen wir da mal rein. Das ist natürlich schön unschön, dass das jetzt hier alles ausgegeben wird. Und deswegen nehme ich das hier mal kurz raus, weil jetzt kommt nämlich etwas, dass ich sage, okay. Oh, welches Passwort hatten wir denn? Welches Passwort wollen wir denn mal nehmen? Wir nehmen mal irgendeins. Oh Gott. Genau. Wir geben das nicht mehr in Klartext aus, was wir eingegeben haben. Und jetzt suchen wir uns zum Beispiel das aus. Dieses hier war Sesam. Das holen wir uns dann hier mal raus. Kopieren uns das mal. Und das wäre jetzt Sesam, ne? So, jetzt gucken wir uns das mal kurz an. Und packen das hier rein. Na komm. Rückgängig. Klamia Moss, was ist denn hier los? Jetzt hänge ich hier irgendwo. Das habe ich noch nie. Okay. Okay, danke. So, nochmal. So, ich habe jetzt diesen Kram hier. Den will ich kopieren. Kopieren. Geht da rein. Eigentlich hätte es doch das Passwort sein sollen. Das Passwort ist falsch. Wenn ich. Ach, nicht Pass. Ach, da ist der Fehler. Hash. So, da haben wir es. Und jetzt können wir da durchkommen. Wir hatten eben festgestellt, dass Sesam ist genau dieser String. Und wenn ich jetzt sage Login Sesam, dann komme ich, Passwort ist richtig, dann komme ich da durch. Ha. Okay. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass ich ein anderes Passwort eingebe. Und ach nee, genau. Das heißt, ich gebe jetzt ein anderes Passwort ein und das wäre jetzt Login. Hanno und ein schönes Passwort. So, und da habe ich ein neues Passwort. Und welches Passwort das ist, das verrate ich nicht. Das können wir uns getrost zum Spannungsmoment erheben. Und ich gehe jetzt hier rein. Wie ihr seht, ich kann das alles ganz offen machen und ihr könnt ja mal versuchen rauszukriegen, welches Passwort das ist. Ich kriege ja zu viel. Jetzt aber. Okay. So.
alles andere ist falsch. So, keiner weiß, welches Passwort das ist. Das ist der Sinn von Hashes und wieso die gespeichert werden. Also die werden natürlich jetzt in der Datenbank gespeichert, in einer Tabelle immer so Username, Passwort, Username, Passwort, Username, Passwort. Selbst wenn diese Tabelle bekannt wird, selbst wenn man sie sieht, kann man sie normalerweise nicht sehen, es sei denn, man hat so einen Passwort-Hacker. Deswegen, so funktionieren im Prinzip Passwortabfragen. Natürlich kann man auch ein SHA-512 machen da draus oder sowas. Ich glaube, das kann SHA alles, wenn ich das richtig sehe. SHA-2 ist gleich require von SHA-2. Und da kann man mal kurz gucken, was für Funktionen da drin sind. Table.for each SHA-2 print. So, und dann kriegt man alle Funktionen. Da ist also SHA-512 dabei, 512, 256, die beiden, sogar die 364 und 384 in Hex oder eben in Binär. Das sind die Funktionen, die diese Library kann, und deswegen habe ich sie genommen. Die ist jetzt hier installiert. Installiert habe ich sie mit sudo luarocks install SHA-2. So würde das Ding irgendwie dann irgendwie funktionieren, würde das reinkommen. Das ist alles. So, jetzt kann man da natürlich eine Schleife machen, eine Endlosschleife, die also auf ein Repeat until der richtige Passwort ist da oder sowas, oder das Paar von Username, Passwort ist vorhanden. Das kann man dann machen, aber erstmal grundsätzlich ist das jetzt die Standard-Login-Routine, die mit der ihr arbeiten könnt. Das heißt, so funktioniert eigentlich ein Login. Und deswegen braucht man diese Hashes. Und so baut man das Ding auf. So, könnt ihr euch angucken. Ihr seht das ja. Das ist irgendwie in Home, Py, Source, Lua. Da habe ich das reingespeichert. Ja? Okay. Ich glaube, das war's auch schon. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Müsste reichen. Ja, viel Spaß damit.